Es ist beeindruckend, was Gold gemacht hat im Abgang, wollte ich gerade sagen, im Nachgang an die Fett-Geschichte gestern Abend. Wir sehen, dass eine sehr, sehr beschleunigte, eine sehr starke Abwärtsbewegung. Eigentlich von der Höhe noch gar kein Problem, denn wir sind in einem typischen Rücksetzerbereich. Ich weiß, das kommt jetzt vielen als extrem weit vor, aber die Weite ist nicht das, was mich unbedingt stört. Es ist ein Klassiker, dass wir 38 bis 61,8 oder eben auch 50 bis 61,8 Rücksetzer haben. Insofern alles noch vollkommen in Ordnung, noch nichts Schlimmes passiert. Das, was mir mehr Sorgen macht, wo ich eher sage, was soll das werden hier, das ist die Geschwindigkeit. Denn eine Korrektur sollte möglich so ein bisschen zögerlich sein, so ein bisschen weinerlich fast schon, dass man so, naja, so in der Richtung, aber es hat es eben nicht getan. Der Markt ist sehr dynamisch runtergegangen. Gut, nach so einer Fed-Geschichte ist das auch nicht anders zu erwarten. Ich will das jetzt nicht nochmal im Einzelnen kommentieren, was die Fed da gesagt hat. Das habt ihr mit Sicherheit an vielen Stellen inzwischen schon nachvollziehen können. Es ist sowieso schwer, was das denn jetzt konkret bedeutet. Darüber haben wir ja schon an verschiedenen Stellen gesprochen. Aber wir sehen nun mal, dass aktuell zumindest mal die US-Dollar notierten Werte enorme Bewegung erfahren haben. Wir sehen das ähnlich auch beim Euro gegen US-Dollar. Also alles, wo US-Dollar hinten steht, ist zumindest mal, was rohstoffseitig angeht, was währungsseitig angeht, die Bewegung relativ einheitlich. Wir können auch mal gucken, US-Dollar gegen japanische Yen. Da ist es natürlich umgekehrt, weil US-Dollar eben vorne steht. Also da ging dann der Schwung ein bisschen nach oben. Also ihr seht, Gold ist da keine Ausnahme, sondern unterliegt genau diesen gleichen Bewegung. Ja, jetzt hat er doch gesagt, eigentlich bis in diese Zone. Wir sehen, dass er zu weit links ist. Für meinen Geschmack ist es zu weit links. Für eine schöne, wackelige, für eine schöne korrektive Bewegung wäre es mir lieber gewesen. Er hätte sich zumindest in die Nähe dieser Spiegellinie gebracht. Also quasi dieser Anstieg vom Winkel her, diesen Ausstieg vom Winkel, wenn das Abstieg hier, wenn er die Seite ähnlich schnell macht, dann sagt er, ja gut, das passt schon. Aber wenn die Dynamik nach unten in dem Fall sogar viel schneller ist als die nach oben, und das ist eben, weil er deutlich unter dieser Spiegellinie liegt hier, nicht ganz optimal. Ist es dann also das gar aus sozusagen für jedwede bullische Überlegung beim Gold? Nein, ist es theoretisch noch nicht. Im Moment ist allerdings Kaufen noch keine Option. Dafür müsste der Kurs erst wieder einen Schub nach oben machen und dann wackelig nach unten gehen. Also das ist für mich die Minimumbedingung, und die kann er von mir aus auch im 15-Minuten-Chart bringen. Also er kann, und wir können ja mal gucken, ja, im Moment bringt er das nicht, im Gegenteil, im Moment hat er noch abwärts stark und aufwärts wieder das klassische Bild, also vorläufig noch nicht auf der Long-Seite. Erst wenn er uns sowas zeigt und danach eben die Schwäche nach unten, also genau das umgekehrte Bild von dem, was wir jetzt hier haben, danach kann man sagen, ja okay, komm, wir versuchen es mal, vielleicht ist er jetzt auch wirklich weit genug gefallen und dann ist er auch gut. Aber das ist Minimumbedingung, um mich zumindest mal zu überzeugen. Dementsprechend Gold, also noch kein Kauf. Ist denn noch viel mehr Schlimmes drin? Ich hatte jetzt vor kurzem irgendjemand gesehen, der hatte geschrieben, der oder diejenige hatte geschrieben, dass ich glaube, irgendein chinesisches Bankunternehmen geschrieben hat, sie taxieren Gold bei 1500 irgendwie, 1550, irgendwie sowas in der Richtung. Das ist wohl deren nächste Idee, und ich muss ganz ehrlich sagen, so abstrus oder so abwegig ist das nicht. Ich hatte das ja schon mal so ein bisschen erwähnt. Nicht mein Lieblingsszenario, aber denkbar ist, dass wir eine Korrektur haben, die im Prinzip hier wackelig hoch, das hatten wir ja, die hier quasi mehr oder weniger dreiwellig runtergegangen ist und jetzt hier als Impuls nach oben. Und wer sich ein bisschen erinnert, so ein Verhaltensmuster, ich verschieb's mal, wackelig hoch, wackelig runter und danach nochmal ein Schub. Das ist nichts Außergewöhnliches, das ist der Klassiker, ihr wisst, was jetzt kommt. Da gucke ich dann gerne wieder auf den Dow Jones, denn genau hier haben oder auf den DAX, genau hier haben wir so eine Bewegung wieder, die, jetzt habe ich hier ganz viele Alarmfensterchen da vorne liegen, die seht ihr jetzt hier nicht, aber die muss ich jetzt mal alle schnell verschieben. Das ist im Prinzip genau dieses ABC runter, ABC hoch und danach nochmal ein Schub, nur eben umgekehrt. Ja, aber dieses Verhaltensmuster ist eben der Klassiker, der ist eben bei Gold absolut realistisch möglich. Er war nicht mein Favorit. Aber wenn es jetzt tatsächlich nur dazu kommt, dass Aufwärtsbewegungen weiterhin schwach bleiben, da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, okay, ist diese Korrektur, die wir hier haben, jetzt fertig? Und wir bekommen jetzt so ähnlich wie das, was wir hier vorne haben,
in der nächsten Zeit nochmal und dann sind wir ruckzuck da, wo die Chinesen das da vermutet haben. Ich weiß nicht, ob das deren Argumentation ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Es ist aber eine durchaus typische und sie würde in das nächste Cluster in etwa reinreichen. Also auch dieses Bild ist noch nicht gänzlich vom Tisch und wer jetzt übergeordnet guckt, der sagt sich, naja gut, dauert es halt noch mal ein paar Monate länger und dann steigen wir dann halt. Das macht ja, das tut der Sache keinen Abbruch. Auch hier hat ja die Korrektur eine gewisse Zeit gedauert, also diese Phase, wo es dann nicht wirklich vorwärts ging. Warum muss es dann hier unbedingt schneller gehen? Es wäre ja auch hier denkbar, dass es dann eben für so einen gewissen Zeitraum dann erstmal dauert, bis dann erst Gold da in die Puschen kommt. Auszuschließen ist dieses Bild nicht und durch die starke Geschwindigkeit nach unten aktuell ein deutliches Stück wahrscheinlicher geworden. So, damit will ich euch jetzt in diesem Moment alleine lassen. Wer mehr will, ich schicke ja über Born for Trading auch noch immer wieder kleinere Updates, aber für das übergeordnete Bild, das sich möglicherweise jetzt durch diese aktuellen Ereignisse ein wenig verändert hat, wollte ich euch das mal hier zuteil werden lassen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.